Leben eines jeden Christen gibt es Dinge, die versuchen, ihn davon abzuhalten, in das Eigentliche hineinzugehen, was der Herr für ihn hat. Dinge, die ihm das Leben rauben wollen, die ihm die Kraft rauben wollen, die Freude rauben wollen. Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, manchmal auch traumatische Dinge, schwierige Erlebnisse, Misshandlung, alles Mögliche, die das Leben rauben wollen. Dinge, wo dir irgendetwas angetan wurde von irgendjemand. Nun, das passiert jedem Menschen. Jeder Mensch erlebt, dass ihm bewusst oder unbewusst etwas angetan wird. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Lasse ich zu, dass mir das Leben raubt, mich bestiehlt, mich blockiert? Oder sage ich, ich werde darüber hinwegkommen? Ich werde über dieses Schicksalsschlag hinwegkommen. Ich werde darüber, wo das Leben mir unfair mitgespielt hat, ich werde darüber hinwegkommen und in die eigentliche Bestimmung hineingehen, die der Herr für mich hat. Wenn du die Bibel anguckst, hast du eine Aneinanderreihung von Menschen, denen wirklich übel mitgespielt worden ist. Und die Siegreichen haben gesagt, egal, ich werde das überwinden. Ich werde über diese Blockade hinweggehen, in die eigentliche Bestimmung. Manche Leute lassen sich davon abhalten, was sie selber für Fehlentscheidungen getroffen haben. Sie können sich ihre eigenen falschen Entscheidungen nicht vergeben und lassen zu, dass diese sie blockieren, ins Eigentliche hineinzukommen. Viele Menschen lassen sich davon blockieren, was ihnen ihre Eltern nicht gegeben haben, was sie ihnen vorenthalten haben. Wie dies Familie war, in die sie hineingeboren sind. Manche Leute sind 60, 70 Jahre und reden immer noch davon, was in ihrer Kindheit schiefgelaufen ist, aus ihrer Sicht. Manche Leute sind steinalt und reden noch davon, dass ihr Vater ihnen nie gesagt hat, dass er sie liebt. Weißt du, es gibt Millionen und Millionen von Menschen, die das erlebt haben. Die Frage ist, in welcher Weise darf das dein Leben bestimmen? In welcher Weise darf dich das blockieren? In welcher Weise darf das so viel Raum einnehmen, dass du eigentlich von dem wahren Leben beraubt wirst? Natürlich werden Menschen an dir schuldig. Lehrer, Pastoren, Eltern, Verwandte, alle möglichen, Freunde. Natürlich sind da schwierige Situationen. Aber wie lassen wir zu, dass die sich so aufblähen, dass unser Leben dadurch beraubt wird? Das Leben ist nicht zu Ende, wenn ein solcher Schicksalsschlag erfolgt. Wichtig ist, dass wir im Blick auf den Herrn über diese Hindernisse, diese Blockaden, diese schwierigen Dinge hinwegkommen. Schau beispielsweise, das beste Beispiel für mich im Alten Testament ist Josef. Ein junger Mann, der wirkliche, echte, traumatische Erlebnisse hat, reihenweise. Wirklich schlimm, der am Leben hätte verzweifeln können und es vielleicht sogar getan hat. Am Ende, als im Grunde genommen seine Brüder, die sich wahrhaftig an ihm versündigt hatten, zu ihm kommen und die ganze Sache zu einem Showdown kommt, da sagt er, ihr gedachtet es böse, mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Gott gedachte es gut zu machen. Auch in den Situationen, die vielleicht in deinem Leben geschehen sind. Auch in den Schwierigkeiten, die in deinem Leben geschehen sind. Auch da, wo Menschen an dir schuldig wurden. Ja, geh darüber hinaus in die eigentliche Bestimmung. Vielleicht bist du jemand, der anderen Menschen, die in einer gleichen Situation gefangen sind, gerade weiterhelfen kann. Vielleicht bist du jemand, der zum Segen, zum Helfer für Menschen wird, die in ähnlichen Situationen gefangen sind. Lass nicht zu, dass du blockiert wirst von irgendwelchen Dingen, die in deinem Leben schiefgelaufen sind. Sondern dring durch und sag, ich überwinde das mit dem Herrn. Ich komme darüber hinweg mit dem Herrn. Ich komme über diesen Schmerz hinweg, diese Enttäuschung hinweg, all das, was da ist, mit dem Herrn und komme in das Eigentliche, seine Bestimmung, die er für mein Leben hat. Ich glaube wirklich, Gott hat da viel, viel mehr für uns alle und er hat auch mehr für dich.